Hallo meine Lieben, ja, heute habe ich euch wieder ein ganz, ganz leckeres Salatdressing. Ich sage nur, wirklich mega, mega lecker. Und zwar habe ich das Rezept von einer Abonnentin von Instagram. Auf meinem Instagram Rückzug Manu hat mich eine ganz liebe Abonnentin angeschrieben. Sie meinte, sie hat ein so leckeres Salatdressing und sie wird sich wahnsinnig freuen, wenn ich das mal verfilmen würde. Ich habe es natürlich zuerst getestet, ob es uns schmeckt oder nicht. Und wir waren restlos begeistert und ich habe mir gedacht, das ist auf jeden Fall ein Filmchen wert und es ist wirklich mega lecker. Ihr müsst es unbedingt nachmachen. Unbedingt! Und zwar, jetzt wird er gleich verschrecken und sagen, um Gottes Willen, was kommen denn da für Zutaten in dieses Dressing rein? Das hat doch gar nichts mehr mit Kochen zu tun, das ist überhaupt nicht gesund und so weiter und so fort. Aber mal ganz ehrlich, wenn ihr euch ein Cocktaildressing kauft, dann schaut mal, was da für Zutaten drin sind. Da ist eben auch Ketchup, Mayo, Sahne und so weiter drin und jede Menge Zucker und Konservierungsstoffe. Und das machen wir uns jetzt selber mit genau diesen Zutaten. Für wen das nichts ist, braucht es ja auch nicht nachmachen, aber uns schmeckt es und deshalb filme ich das heute auch. Und zwar brauchen wir als erstes 500 Gramm Creme Finée, 15% Fett, also zwei solche Fläschchen. Die kommen in den Mixtopf rein, also das geht wirklich ruckzuck, das ist in einer Minute fertig, das Dressing. Also zwei ganze Flaschen kommen rein. Ihr könnt das Dressing auch ganz toll im Kühlschrank aufheben. Also wie lang müsste ich sie wirklich nochmal fragen? Ich weiß es nicht, aber ich denke mal zwei Wochen im Kühlschrank kann man es auf jeden Fall aufheben. Dann braucht man eine kleine Tube Mayonnaise mit 220 Gramm Inhalt. Also die komplette Tube kommt rein. Ich denke mal, ihr kennt es alle, so ein Dressing, so ein Cocktail-Dressing. Das ist wirklich, also ich mag es total gern, in so gemischte Salate mit rein. Kratzen wir das noch alles aus. 220 Gramm, ich habe es jetzt nicht abgewogen. Ich habe letztes Mal auch die kleine Tube hergenommen und dann hat es wirklich genau gepasst. Alles heraus und soweit. Das Auskratzen hier. So, dann kommt dazu. Was habe ich jetzt gesagt? 220 Gramm Mayonnaise, 160 Gramm Wasser und Ketchup brauchen wir. Und zwar brauchen wir da 300 Gramm. Das habe ich mir jetzt noch nicht abgewogen. Das machen wir jetzt zusammen. Reicht es noch? 95, 305, passt. Und ein bisschen Salz gebe ich noch dazu. Das könnt ihr ja nachher dann auch noch abschmecken. Salz oder Pfeffer. Ich gebe jetzt bloß ein bisschen Salz dazu. Das Ganze wird jetzt eine Minute auf der Stufe 2 miteinander verrührt und dann ist das Dressing auch schon fertig. Eine Minute. Stufe 2. Fertig ist es schon, ruckzuck ist es gegangen. Ich werde es jetzt noch probieren, ob ich noch mal ein bisschen Salz brauche, ja oder nein. Schaut euch mal das an. Das schaut doch wirklich aus wie das Gekaufte. Probieren wir mal, ob ich noch... Ja, ups. Bisschen Salz gebe ich noch dazu. War für mich jetzt doch zu wenig. Das macht es einfach nach eurem Geschmack, Salz, Pfeffer. Ihr könnt natürlich jetzt auch noch ein bisschen Kräuter dazugeben, wenn ihr wollt. Aber ich lasse es so. Das fülle ich jetzt in Flaschen wieder ab und dann kommt es in den Kühlschrank. Und ich habe mir jetzt gleich mal so ein kleines bisschen gemischten Salat hergerichtet. Und da gieße ich jetzt dann hier ein bisschen ein drüber von dem Dressing. Oh, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Schaut mal her. Und dann probiere ich natürlich mit euch zusammen wieder. Aber ich weiß ja, wie es schmeckt. Mega lecker. Perfekt.
perfekt. Mir schmeckt's, uns schmeckt's. Und wenn wir ehrlich sind, ab und zu kauft man sich ja auch mal so ein Dressing und jetzt kann man es uns auch selber machen. Also bitte schimpft's nicht mit mir, wenn halt so ein ungesundes Rezept von mir kommt. Aber ich finde es einfach nur lecker. Und Salatdressing, glaube ich, mag jeder und ist jeder froh, wenn er mal ein neues hat. Und man kann es wirklich in den Kühlschrank stellen und man hat ein tolles Dressing zur Hand. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn auch ihr mir ein Rezept habt, wo ihr sagt, boah Manu, das ist toll, das würde mich freuen, wenn du das verfilmen würdest, könnt ihr mir gerne zuschicken, entweder per E-Mail oder auf Instagram einfach eine Privatnachricht an mich. Und dann probiere ich es aus und wenn es genauso lecker ist wie das hier, dann mache ich auf jeden Fall ein Filmchen. Also Mädels und Bubens, macht es gut. Bis ganz, ganz bald. Eure Ruckzuck Manu.